So, der Effekt ist wieder am Laufen. Das ist jetzt wieder. Ja, jetzt wurde gerade die Aufnahme abgebrochen. So schnell kann ich gar nicht gucken. Der Effekt ist wieder am Laufen. Das war gerade 60.000, jetzt 61, jetzt 62.000 plus. Es geht gerade rasant nach oben. Die Rettung naht wieder. Die Überholung findet nicht statt. Ja, und hier hat man 200er Werte zu 700, 600, 500er. Das ist erst seit einer Stunde so, mehr oder weniger. Mal sehen, wo es uns hinführt. Das Rennen wird so schnell nicht beendet werden. So, wir haben den 10. Februar, 24, nein, nur noch 23.900, das sinkt drastisch ab. Ja, dann haben wir hier gerade die 49 Millionen überschritten bei 5 Minute Crafts. Ja, ansonsten gibt es jetzt gleich den Abstand von Music. 104,816.000, 84,815.000. Also es sind bald nur noch 20 Millionen Abstand. Nur noch. Das würde ja mit dem Tempo auch noch viele, viele Monate dauern. Aber jetzt ist echt der Punkt erreicht. Also wenn jetzt nichts schlagartig passiert, dann war es das. Weil dann wird jetzt die Überholung stattfinden. Ja, leider. Jo, schon passiert hier 104,816.900. So, 816.900. 817.900, schon wieder 1000 drüber, ja. Jetzt sind es noch knapp 20 Millionen bis Platz 1, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Deswegen. So, 12. Februar, so sieht es im Moment aus. 85, 180.000, 85, 155.000, 25.000 Vorsprung noch. Ja, im Moment hat es wieder mal gestoppt und es wird wieder bergauf gehen. Ja, also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen nach wie vor. Werde ich es mal weiter beobachten. Das könnte aber jederzeit zu Ende sein. Wenn diese plötzlichen Sprünge kommen, dann ist es auf einen Schlag auch mal zu Ende. So, wir haben den 13. Februar und. Oh Mann, warum tut niemand was? Es ist nur noch 11.000. Es waren gerade noch 12.000. Was ist los? Ja, das liegt ja nicht daran, dass die PewDiePie-Werte so schlecht sind. Die sind ja 150, 170 und so. Sondern dass die T-Series-Werte so stark sind. Schon wieder kontinuierlich über 200 pro Minute. Daran liegt das. Ja, es bringt alles nichts mehr. Hier schaut mal, wie viele Tage das schon knapp vor der Nulllinie lang geht. Also, ja. Ja, Leute, da war man mal eine Weile nicht da und schon sind nur noch 9.000 Abstand. Ja, keine Ahnung, ob sich heute nochmal was tut. Aber wir haben hier Werte um die weit über 200, aber bei T-Series eben halt über 300. Das ist immer noch viel zu krass. Okay, also ich glaube, es gibt gerade eine Seitwärtsbewegung, die man hier gut erkennt. Ja, und das sieht schon mal gut aus. Das ist jetzt. Naja, mal sehen. Ja, also jetzt sieht man hier 300 pro Minute, 200, 250 bei T-Series. Und was haben wir? Es geht gerade wieder bergauf. Es hat sich gerade nochmal gefangen. 12.000, also waren es schon 9.000. Ja, das kann gar nicht mehr lange gut gehen. Oha, Leute, es geht wieder los. Seit einer halben Stunde geht's steil bergauf. Ja, was kann man dazu noch sagen? Hier 600er Werte pro Minute. Jawohl, da hat wohl wieder weltweit irgendjemand aufgerufen zum Abonnieren. Ja, damit könnte PewDiePie ein weiteres Mal gerettet sein. So, wir haben wieder 40.000 Subgap. Okay, also vor knapp einer Stunde ging es los. Jacksepticeye war es diesmal. Wie viel es am Ende bringen wird, wage ich gerade noch ein bisschen zu bezweifeln, weil das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber mal schauen. So, am 17. Februar sieht es momentan so aus. Ihr seht die ganzen Werte. Jo. So, der Abstand ist noch 19 Millionen, 104,9 zu 85,9 auf Music. Und Movies hat Sports überholt mit 75,6 Millionen, 6,4, 6,3, 4. Und 5 Minute Crafts geht auf die 50 Millionen zu. So, kurzes Update. 19. Februar.
Und der niedrigste Punkt war gerade eben vor 10, 20 Minuten 8540. Ja, gab es eine kleine Ausgleichung. Geht weiter. Okay, Update, 22. Februar, 5200 und noch was. Ja, ganz schön knapp wieder mal. Jo. Schaut euch mal die Werte an. Die passen sich aneinander an. Ein Tagesdurchschnitt 97 zu 104. Zwei Tage 97 zu 98. Drei Tagesdurchschnitt 97 zu 98. Fünf Tage 97 zu 98. Sieben Tage 95 zu 99. Ist richtig krass. Ja, Leute, also ich beende das Video jetzt erstmal und werde erstmal vorläufig nichts weiter mehr darüber berichten, weil die Situation derart festgefahren ist. Ihr seht, die Werte sind immer noch bei 100 zu 100 irgendwas. Es wird weiterhin kein Überholvorgang stattfinden. Man sieht hier den täglichen Auf- und Abverlauf. Es schrammt oftmals an der Nulllinie, kommt aber immer wieder hoch und das ist immer wieder dasselbe Muster. Und ich sehe hier einfach noch keinen Überholvorgang und von daher beende ich das jetzt hier. Des Weiteren gab es hier natürlich, mal so einen Durchbruch. Das war eigentlich auch unter Null, ist hier nicht abgebildet. Aber nur im Zuge einer Ausgleichsbewegung, das zählt nicht. Also, dann melde ich mich wahrscheinlich erst wieder, wenn es wirklich eine Überholung von PewDiePie gab. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, hier komme ich schon wieder irgendwie zu spät. Gerade eben war wieder bloß ein Punkt über Null. Wahrscheinlich gab es wieder eine Unterbietung, die hier nicht angezeigt werden kann. Ich habe gerade eben vor ein paar Tagen noch gesagt, ich mache nichts mehr dazu. Aber es war doch schon wieder gerade so eine Situation. Das passiert jetzt fast jeden Tag. Ja, also ich check das nicht ganz, was hier für Kräfte am Werk sind. Hier wieder 500er pro Minute Werte. Gegenüber 200, 300 da ungefähr. Dann hier schon wieder über 1000 Punkte im Plus. Zu heftige Schwankungen, also ich beende das jetzt. Ciao.